Hello? Where have you been? I couldn't see you on the hidden camera. You bailing on me? Bailing out? What the fuck, man? I can't even find a way out of this place. I passed out earlier. You wouldn't believe what I saw earlier. Did you shit your pants as well? Shut up, mate. You wouldn't want to be in my position. Let's get back to the mission. Make sure you pick up my call after I finish the mission. I will. You know what you need to do after you go outside. I am not going to gamble with them ever again. Hallo. Zurück bei Araya. Ja, wir sind ja jetzt scheinbar hier der Boon wieder. Und wir wechseln ja hier die Charaktere wie gebrauchte Unterhosen. So, wir sollen das alte Gebäude erkunden, okay. Ja, jetzt sind wir wieder der Boon und sein Kollege oder sein Chef oder wer auch immer das ist, der sagt ihm gerade, wo warst du denn die ganze Zeit? Und der Boon sagt, ja, du wirst mir nicht glauben, was passiert ist. Wir wissen ja selber, was passiert ist. Es war nicht gerade so angenehm, ne? Also der Boon, der hat jetzt, was hat er nochmal erlebt? Ich glaube, genau, der Boon, der war ja, der hat ja diese Beschwörung da gemacht mit den Kerzen und dem Weihrauch. Und der hat sozusagen die Geister gesehen und die Dämonen. Dann wurde der ja von dem Glatzkopf angegriffen, so wie jeder Charakter bis jetzt hier in dem Spiel. Also der Glatzkopf mit dem Ganzkörper-Tattoo, der hat irgendwie bis jetzt schon jeden angegriffen. Und dann ist er irgendwo in einem Raum gerannt, ist in Ohnmacht gefallen und dann wurde er aufgeweckt durch sein Handy klingeln. So, soweit sind wir jetzt. Nun gut, wir sollen uns mal ein bisschen umsehen. Also wie gesagt, der Boon hat sich jetzt aufgeregt, so, nee, ich mache jetzt nicht weiter, ich möchte keine Graffitis mehr fotografieren, da ist mir mein Leben zu schade und da verstehe ich ihn auch vollkommen. Denn Graffitis fotografieren ist in solchen alten Krankenhäusern mit Dämonen sehr gefährlich und könnte unter anderem das Leben kosten für den netten Boon. Übrigens habe ich schon mal erzählt, dass der einen Chihuahua auf seinem T-Shirt hat, aber man sieht ihn jetzt sehr schlecht, aber egal. Aber auf jeden Fall, ja doch, er hat einen ganz flachen Bauch, ist gar nicht so mollig, wie ich dachte. Okay, wir lesen mal den Zettel hier. Okay, übersetzen. Alles klar, das ist ein Brief an Rama und darin steht, dass seine Tochter gestorben ist, beziehungsweise ich versuche das mal genauer zu übersetzen, richtig zu übersetzen. Und zwar, lieber Rama, es tut mir sehr leid, über den Verlust deiner Tochter, also über den Verlust deiner Tochter zu hören, mein herzliches Beileid, über das, was auf dem Parkplatz passiert ist. Du musst ruhig bleiben in der Sache. Und du gibst dir viel Mühe, obwohl jemand aus dem Gebäude gesprungen ist, irgendwie so. Ja, ist sehr merkwürdig, oder? Kann das sein, dass seine Tochter sich selbst umgebracht hat und aus dem Gebäude gesprungen ist? Ich glaube, sowas steht da in der Art. Aber der Rama ist ja der Security-Typ, den spielen wir ja auch ab und zu mal, wenn er nicht gerade eben von dem Glatzkopf gejagt wird, zu Tode gehetzt wird und sich dann in irgendwelchen Räumen verschanzt. So, wahrscheinlich kommen wir hier nicht durch. Wir wollen jetzt das Gebäude endlich verlassen. Der Boon hat die Schnauze voll. Und da ist auch das Notausgangsschild. Und das folgen wir jetzt. Habe ich wieder eine Taschenlampe? Ja, ich habe mein Handy immer noch. Das hat mir keiner geklaut. Das ist schon mal schön. Du, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Dann wollen wir jetzt endlich das Gebäude verlassen. Und ich hoffe, wir schaffen es. Ich will nicht schon wieder von dem Glatzkopf verfolgt werden. Und ich will auch keine kleine Puppe mehr sehen. Und ich will auch keine Dämonen mehr sehen. Ich habe schon wieder komische Geräusche gehört. Ey, da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang. Das glaube ich jetzt nicht. Wenn das der Ausgang ist, dann raste ich aus. Shit! This is the building those people fell down from. It was on national news. Das ist nur das Parkhaus. Scheiße. War ja klar. Damit hätte man natürlich rechnen können, dass das hier nicht der Ausgang ist. Das Parkhaus. Oh nee. Horror im Parkhaus. Die haben auch alle Facetten hier ausgefüllt, ne? Horror im Keller, Horror im Parkhaus, Horror in langen Gängen. Oh, was ist das denn? Ein Auto, okay.
Und wir laufen mal ein bisschen schneller. Wer lässt denn hier sein Auto im Krankenhaus stehen? Ich meine, das ist ja jetzt auch schon ziemlich lange hier, das Auto. Oh, das hat auch einen Unfall gehabt. Warum stellt man denn ein Auto in ein Krankenhaus ab und holt es nie wieder ab? Und hat noch einen Unfall. Okay, hier ist jemand für Frieden, das finde ich schon mal gut. Ah, hier, das sind wahrscheinlich die thailändischen Ghetto-Kinder, die hier an die Wand gesprayt haben. Oh, hier, guck mal. Da liebt jemand Katzen. Oh, wow. Was für ein krasser Effekt hier. Guckt euch das mal an. Aber sich selber sieht man natürlich nicht. Das wäre ja jetzt auch zu krass für das Spiel. Aber hier, krasser Spiegeleffekt. Nicht schlecht. Eieiei. Nur weil hier der Boden nass ist. Gut. Hello, okay, Katze. Hier gibt es nichts zu entdecken. Naja, gut. Ich würde sagen, Hilfe, ich komme hier nicht raus. Oh Mann, ist das schlecht. Ich verlasse jetzt einfach das Krankenhaus. Ich meine, was soll daran so schwer sein? Ich meine, wir sind jetzt in einem Parkhaus, da muss man einfach nach unten laufen, dem langen Gang, und dann muss man unter der Schranke durchkrabbeln und zack, ist man frei. Oder? Ist das nicht so? Wo geht's denn hier nach unten? Ah, hier ist wieder eine Tür. Ich will da nicht wieder rein. Oh, die geht eh nicht auf. Das ist schön. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, hier geht's nach unten. Ich glaube, wir sind wirklich gleich frei. Wenn ich jetzt der... Was ist das für ein Geräusch? Also wenn ich jetzt der... Wie heißen wir nochmal? Sonnen? Nee, Boon. Boon heißen wir, genau. Wenn ich jetzt der Boon wäre, würde ich hier einfach irgendwie runterklettern. Ich würde nicht da runterlaufen, auf keinen Fall. Oh Mann, ey. Ich habe kein gutes Gefühl. Der Mond steht am Himmel. Eigentlich ist hier ganz... Ist da unten jemand? Nee, ne? Ich sehe da unten irgendwas. Aber wir gehen einfach mal runter. Lalala. Ist das dein Ernst? Wir kommen hier nicht weiter? Nee, ne? Ey, Boon. Jetzt stell dich doch mal nicht so an. Kletter doch hier einfach drüber. Du willst doch raus aus diesem Krankenhaus. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Nein, ich will nicht wieder rein. Und da hinten, da ist irgendeine Alarmanlage angegangen. Ja, ein Auto, was wahrscheinlich schon seit 20 Jahren oder ja gut, sagen wir mal 10 Jahre im Parkhaus steht. Und wir kommen da langgelaufen, auf einmal geht die Alarmanlage an. Natürlich. Ist klar. Ist klar. So, ich komme hier nicht vorbei. Okay, ich verstehe schon. In der Ecke ist hier irgendwas. Ah, hier ist auch wieder eine Tür. Aber die geht zum Glück auch nicht auf. Oh nee, wo kommt denn das... Wo kommt denn der Alarm jetzt her hier? Hä? Guck mal, das ist dasselbe Auto wie oben. Das hatte denselben Unfall. Oh! Jetzt weiß auf jeden Fall jeder hier im Krankenhaus, dass wir hier sind, ne? So, komme ich hier rein eigentlich? Auch nicht. Hä? Was hat das hier für einen Sinn? Ist das jetzt... Ach du Scheiße, ich glaube, das ist das Ende. Ich glaube, ich bin gleich tot. Weil da vorne kommen wir nicht weiter. Da hinten kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht rein. Weil hier auch solche Teile davor stehen, wo der Boon auf keinen Fall drüber klettern kann. Und hier hinten ist ja keine Tür, ne? Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts, wo man weitergehen kann. Der einzige Weg ist wieder nach oben zu gehen. Oder da hinten ist etwas, aber ich habe gerade das Gefühl, das ist das Ende für Boon. Boon wird jetzt sterben. Das ist schon wieder dasselbe Auto. Okay, ich sage jetzt nichts dazu. Und ausgerechnet an diesen Wänden wurde kein Graffiti rangesprüht. Hier haben sich die Graffiti-Sprüher zurückgehalten. Okay, was haben wir denn da hier? Ah! Entschuldigung. Übertriebene Reaktion, ich gebe es zu. Okay, also das ist hier ein Artikel mal wieder. Eine Studentin hat Selbstmord im Krankenhaus gemacht, ja, und die ist von dem Parkhausdach gesprungen. Alles klar. Also dem Rama, seine Tochter, hat sie hier in diesem Krankenhaus umgebracht, indem sie hier runtergesprungen ist. Wahrscheinlich von ganz oben. Also seine Tochter ist wahrscheinlich einer der Geister oder Dämonen, die hier im Krankenhaus rumspuken. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Was ist das denn? Was ist denn das?
Ach so ein Bankenbuch. Ein Bankenbuch. Und die Informationen sind aber unlesbar. Was soll die Information, wenn sie Information unlesbar ist, warum kriege ich dann trotzdem Informationen darüber, dass es ein. Also das ist egal. Das Problem hatten wir jetzt schon öfters. So, Leute. Jetzt sind wir an der Stelle, wo ich es gerade schon mal erwähnt habe. Nämlich an einer Stelle, an der es einfach nicht weitergeht. Ich habe ja schon alles vom Prinzip her hier auf dies. Ich sehe auch gerade selber nichts, falls hier jetzt sich jemand aufregt. Hey, da sieht man gar nichts. Ich sehe selber auch nichts. Wir sind jetzt an der Stelle. What? Was war das? Ging hier gerade so eine Autotür auf? Das hat sich so angehört, ne? Ich habe ein Geräusch gehört auf jeden Fall. Jetzt will ich es nochmal anfangen zu sagen. Ich sage es jetzt nochmal. Wir sind jetzt an der Stelle, wo es nicht weitergeht. Der einzige Weg führt letztendlich wieder nach oben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass gleich etwas Furchtbares passiert. Wir sind ja von da gekommen, ne? Hä? Ich gehe aber nicht wieder nach oben. Ich habe keinen Bock, wieder nach oben zu gehen. Ist ja geil. Das Geländer ist einfach umgefallen. Das nenne ich mal Fügung. I'm at the old building. Hello? Hello? Ja. Hä? Der immer mit seinem Hello? Hello? Oh, was ist denn das? Ist da ein Vogel? Was blinkt da so an der Wand? Guck mal, hier überall Graffiti, Graffiti. Ich bin in einem alten Gebäude, sagt er. Oder ich bin jetzt in dem alten Gebäude. Hä, was sollen denn diese Vögel hier? Cool. Ui, ein bisschen erschrocken. Aber nur ganz leicht. Ich bin jetzt nicht so der schreckhafte Typ. Eigentlich schon. Oh nee. Oh nee. Ach nee. Da steht nur jemand auf der Brüstung. Okay. Ich dachte, da will sich jemand. Also ich dachte, da hat sich jemand aufgehangen. Der steht da nur oben drauf. Na dann ist egal, da können wir ja weitergehen. So, ich will nur. Ja, guck, da ist wieder. Die Geländer sind wieder davor. Ich hoffe dann, dass das letzte Geländer dann auch umfällt. So, guck mal, Boon, spring doch einfach drüber. Wie oft soll ich es noch sagen? Da hinten probiere ich erst gar nicht, die Tür aufzumachen. Wir gehen direkt hin, komm. Wir machen jetzt hier keinen Hehl draus. Ich will jetzt das Ding hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich will es einfach nur hinter mich springen. Nein, Quatsch. So nun auch wieder nicht, ne? Wir müssen uns schon konzentrieren bei der ganzen Sache hier. Denn wir wollen ja auch herausfinden, was hier los ist. Ist das die Frau? Ist das die Tochter von Rama? Ist das die Tochter vom Rahmschnitzel? Nein! Mensch, was springt die denn da einfach runter? Normalerweise muss man doch erstmal mit der Person reden. Und hier hängt sogar noch. Hä? Was denn nun? Will die sich jetzt umbringen? Ja, aber will die sich aufhängen oder springen? Wahrscheinlich hat sie beide Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Sie hat sich gedacht, wenn ich mich das Runterspringen nicht traue, dann erhänge ich mich. Und wenn ich mich das Erhängen nicht traue, dann springe ich runter. Und wir sind ja gar nicht so weit oben, ne? Wir sind doch jetzt mittlerweile schon in der ersten Etage, oder? Die hat das doch locker überlebt. Egal. Okay, da sind wir wieder bei einem Tagebuch. Ein Tagebuch. Das kenne ich mittlerweile schon, das Tagebuch. Und da wollen wir uns mal die Übersetzung angucken. Der gleiche Kerl verfolgt mich immer noch. Oder begattet mich immer noch. Oder wie man das auch aussprechen oder sagen möchte. Ich glaube nicht, dass er ein bipolares Mädchen wie mich gerne hätte. Marisa warnt mich immer noch über ihn. Sie erzählte mir, dass Zorn, also der Typ, ihr das gleiche gruselige Gefühl wie dieser Charakter aus dem Film American Psycho gab. Okay. PS, ein Straßenfahrer hielt mich an. Er sagte mir, ich solle mich nicht von irgendwelchen neuen, also ich solle mich von neuen Begegnungen fernhalten.
Alles klar, also. Gut, hier steht ein Auto, das kennen wir schon, das ganze Ding hier. Hier komme ich wahrscheinlich nicht durch, war ja klar. Dann gehe ich mal wieder weg hier, ne? Hier gibt's ja sonst nichts. Hier hinten irgendwas noch? Okay. Sonst gibt es hier nichts. Ach, komm ich jetzt nicht hier drüber? Guckt euch diese Kacke an. Ich komme da nicht drüber. Ach Mensch, jetzt macht mir doch mal das Leben nicht so schwer. Warum soll man denn dann überhaupt dahinter laufen? Was? Was ist passiert? Ich habe ein Geräusch gehört, aber ich habe nichts gesehen. Es ist einfach viel zu dunkel hier, dass man irgendwas erkennt. Das Geräusch habt ihr doch auch gerade gehört, ne? Was ist denn passiert? Hier ist wieder dasselbe Auto, so wie in jeder Etage. Meine Güte. Die Spielemacher, die haben sich's aber auch hier echt einfach gemacht mit so manchen Dingen. Ach, die Tür ist aufgegangen. Na toll. Jetzt ist hier nicht der Zaun umgefallen, jetzt ist die Tür aufgegangen. Warum kann ich einfach der Buden über diesen Zaun klettern? Warum habe ich nicht die Fähigkeiten im Spiel darüber zu klettern? Ich kann ja nicht mal springen. Springen. Ich kann nicht mal springen. Nee, ich kann nur schnell rennen und das sieht dann so aus. Oh oh. Game save. Okay, das Spiel wurde mal wieder gespeichert. Oh, schöne Scheiße. Komme ich nochmal zurück? Nee, natürlich nicht. Jetzt sind wir wieder im Krankenhaus. War ja klar, dass der Boon hier nicht rauskommt. Ich glaube, der Boon wird hier niemals rauskommen. Natürlich. Erkunde die Korridore. Das ist ja toll. Ganz toll. Also hat das alles gar keinen Sinn gehabt. Auch eine Toilette. Toiletten finde ich übrigens in diesem Spiel sehr oft. Also ich habe das bestimmt schon ab und zu mal erwähnt. Für mich ist das mittlerweile, also zum einen ein Psycho-Horror-Game auf jeden Fall. Zum anderen aber auch ein Toilettenspiel. Ja, das ist offiziell ein Toilettenspiel, weil so viele Toiletten in einem Spiel habe ich selten gesehen. Weil hier ist nämlich zum Beispiel auch wieder eine Toilette. Ihr müsst da mal drauf achten. Toiletten gibt es hier mehr als Sand am Meer. Och, da erfahren wir wieder was über diese... Ja. Die Story kennen wir mittlerweile auch schon. Das ist hier dieser Junge, der seine Mutter geschlagen hat, wahrscheinlich sogar getötet hat und... Naja. Okay, die Leute auf dem Boot waren bestürzt. Sicherlich war ein unglücklicher Mensch derjenige, der für diese Situation verantwortlich war. Um die Person zu finden, wurde das Schicksal in ein Glücksgeld gestellt. Das Schicksal des reichen Sohnes schien jedoch grimmig zu sein, schlecht zu sein, da er dreimal hintereinander als unglücklich eingestuft wurde. Mhm. Verstehe ich nicht. Das scheint irgend so ein thailändisches Ritual zu sein wahrscheinlich, in dem man herausfinden möchte, wer hier der Unglücksbringer ist oder sowas. Ach, keine Ahnung. Also das sind ganz normale Geräusche. Da muss man keine Angst haben. Solche Geräusche sind... Ja, okay, wieder eine Toilette. Alles klar, ich verlasse den Raum so schnell wie möglich. Ich kann diese Räume nicht mehr sehen. Muss ich echt mal sagen. Ich habe die Schnauze voll von diesen Kackräumen. Jetzt schon wieder so ein Raum. Oh, die machen einen echt mit diesen Räumen fertig. Und warum gucke ich auch in jeden Raum rein? Ist so ein Tick, ich muss alles sehen. Hallo? Hä, wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Hä? Rama! It's good to see you. Please help me! Don't tell me you're doing something stupid like hunting for ghosts. Okay. I won't tell you then. That's enough. Some people have gone crazy here. And they're going to kill each other. We need to call the police. What? Kill? What the hell is going on with this place? There are ghosts and killers? Is that a woman screaming? Yeah, you have to hurry. I'll go help her. Okay, okay. But where's the exit? Go straight that way. Then you go down the stairs, the door will be open. After this shit is over, please don't tell my dad about this! Ich glaub's nicht. Da war Rama. Und warum ist er... Ach so, hier...
Ah, wo geht's denn hier hin auf einmal? Hä? Was ist das denn hier mitten im Krankenhaus für einen riesen Abgrund? Also langsam wird das hier echt strange. Immer stranger. Ich verstehe, das versteht doch kein Mensch. Warum ist... Ach, egal. Also, da war der Rama, das ist der Security-Mann. Den haben wir ja auch schon mal gespielt. Der läuft da ganz gemütlich rum. Und der Boon, der wir ja jetzt gerade sind, der ist ja der Nachbar vom Rama, ne? Und der hat halt auch gesagt, sag bloß nicht mein Vater, dass ich hier bin. Und der Rama erzählt ihn so, ja, hier sind so auch Leichen und hier sind Geister und das ist ganz normal und so. Also die haben das irgendwie so ganz normal, ne? Die finden das jetzt nicht so schlimm. Auch schon wieder so ein riesengroßes Skript. Was ist das denn? Was? Okay. Wie man einen Geist sieht, Teil 2. Also eine Gebrauchsanweisung, wie man einen Geist sieht. Merkt ihr das gut? Das kannst du vielleicht auch mal nachmachen. Bilden Sie einen Durchgang zwischen Ihren Beinen und schauen Sie durch die Öffnung. Verwenden Sie einen Regenschirm während einer regenlosen Nacht. Also, Schau dir deine Spiegelung in einem Spiegel während der Mitternachtsstunden an und sammle Erde eines Friedhofes und stecke ihn in deine Augenlider. Was? Ist das euer Ernst? Ich soll mir Erde in die Augen stecken? Was ist denn das da hinten? Ist das...